Okay, die gute Nachricht ist, ich habe nicht verschlafen. Die schlechte Nachricht ist, ich hätte gerne verschlafen. Also es ist jetzt relativ früh, ich habe die Uhrzeit nicht im Blick, ich glaube 7. Ich bin nur noch eine Schicht Mascara und eine Frisur davon entfernt, startklar zu sein. Und heute geht es auf den ersten Markt, also meinen ersten Markt dieses Jahr, an dem ich Schmuck verkaufe. Und zwar ist das dieses Mal die Eröffnung des Kajenmarktes, des Bremer Kajenmarktes. Dazu muss ich über eine Brücke und dann noch ein paar Straßen weiter und bin da. Ich habe eine sehr schlechte Standplatzierung, weil ich mich ziemlich spät angemeldet habe. Aber es ist irgendwie ganz okay, weil ich will es auch lieber ruhig eingehen lassen. Ich bin heute ganz alleine, es wird also sowieso etwas schwierig. Also so Pipi-Pausen kann ich irgendwie knicken. Ja. Ich bin also gespannt. Das Ganze wird von 10 bis 18 Uhr gehen und ich muss natürlich schon eine Stunde früher da sein aufbauen. Und ja, schauen wir mal, was der Tag so bringt. Mit mir und meinem Ein-Mann-Stand. Und dann nehme ich euch jetzt einfach mal mit. Warum ich flüstere? Keine Ahnung. Okay, Wahnsinnsstart. Au. Direkt auf der ersten Stufe, der ersten Treppe, ist mir meine komplette Standkonstruktion kaputt gegangen. Komplett auseinandergebrochen und es ist so alles ziemlich die Treppe runtergebrettert. Und also, dass jetzt noch alles heile ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall mega mistig, musste ich alles einzeln runtertragen, jetzt wieder zusammenbauen. Ich hoffe, das ist alles okay und heile und ich habe einen Krampf im Oberschenkel. Und da vorne hat irgendwie alles zugeparkt mit Fahrrädern über Nacht. Haben irgendwelche Leute randaliert, sodass ich jetzt nicht durchkomme. Und es fängt nicht gut an, aber ich werde nicht aufgeben. Okay, das ist auch eine Art von Training. Alter. Naja, läuft aber soweit ganz gut. Ich kann nicht mehr. Juhu! Okay, ich bin fast da. Unter den wachenden Augen Gottes, neben dieser Kirche dort, sollte ich irgendwo hin müssen vielleicht. Erstaunlich, das hält. Okay, das haben wir ganz gut gewuppt. Punkt 10, ich bin fertig und ziemlich müde, aber sieht alles ganz nett aus. Ich habe mir jetzt mal so einen kleinen Schreibplatz eingerichtet, weil hier ist irgendwie nichts los. Es ist kalt, aber es ist irgendwie auch nett hier. Super, heute ist Fußballtag. Nicht, dass ihr denkt, ich habe meinen Stand schon aufgegeben. Nein, ich werde jetzt 50 Cent meines 6-Euro-Gewinnes in einen Toilettengang investieren. Ich habe eine Ablösung gefunden, die kurz aufpasst und jetzt gehe ich erstmal für kleine Mädchen. Kein Wunder, dass die Leute nichts kaufen wollen. Und wie viel wollen wir wetten, dass jetzt in den 2 Sekunden, die ich mal weg war, 1000 Verkäufe stattgefunden haben und mein armer Freund völlig überfordert ist? Nein, wahrscheinlich nicht. Dezent verqualmt. Hier ist schon Sonne und da noch nicht. Und da bin ich. Das bedeutet, noch etwa 20 Minuten, dann habe ich Sonne.
fast Sonne, fast. Okay, kleines Zwischenfazit. Ich habe die Poffertjes, die ich mir geholt habe, wieder rausverdient. Und ich kann beobachten, wie die Leute, die Poffertjes kaufen, sich ständig mit Puderzucker beschmieren. Das ist sehr lustig. Das ist so mein Zeitvertreib geworden. Ich habe schon so ungefähr 800 Wörter geschrieben. Und die Sonne ist jetzt endlich wieder da. Die war gerade eine Stunde weg und es tut so gut. Also umsatzmäßig so mittel, aber es ist eigentlich ein schöner Markttag so für den Einstieg in die Saison. Und solange ich das Kapitel noch fertig geschrieben habe, bin ich zufrieden. Ganz große Show, mir ist gerade der halbe Stand weggeflogen. Eine Windböe, zack, alle Rückteile sind umgefallen. War großartig. Jetzt habe ich das Ganze erstmal umgebaut, sodass die Hälfte jetzt liegt und nicht mehr so leicht wegfliegen kann. Also optimal ist das nicht. Standbaukonstruktion optimierungsbedürftig. Hunger, Pipi, kalt. Poffertjes Frau ist voll rabiat. Immer wenn einer vorbeigeht und irgendwas sagt, dann sagt sie, ja und nicht nur gucken, sondern auch kaufen. Vielleicht soll ich das auch mal probieren. Hier, nicht nur gucken, kauf den Scheiß auch hin. Langweilig. Meine Mama endlich, ich sehe sie schon in weiter Ferne, ganz da hinten. Das war Toilettengang Nummer 2. Ab jetzt rettet mich keiner mehr. Jetzt muss ich bis 6 durchhalten und es gibt kein Entkommen. Toll. Stand. Kein Stand mehr. Und jetzt geht's ab nach Hause. Wieso ist da ein Polizeimotorrad und 6 Polizeimannschaftsbusse und ein großer Bus? Verstehe ich nicht. Wer sitzt denn in dem Bus? Voll krass. Also ich wuchte jetzt meinen Quatsch in den Keller und dann ist Feierabend. Vielen Dank fürs Mitverkaufen und mit Abhängen und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Achso, richtig. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin gespannt und hoffe, ihr seid es auch. Macht's gut. Heute hier mit Tobi. Ja. Hallo. Einfach mal so. Wir haben einen, was haben wir, einen Montag? Heute ist Montag, ja, genau. Okay. Und wir sind einfach mal so spontan, weil Tobi gerade in Bremen ist, hier zusammengekommen und dachten, wir machen mal was Verrücktes. Und mit verrückt meine ich, dass ich Tobi ein bisschen quälen will. Liebe dich. Und zwar habe ich Cover verpixelt und die sind hier auf dem Handy. Und Tobi muss jetzt raten, welches Cover immer jeweils dargestellt ist.